Deutscher Soldat steht schwer verwundeten sowjetischen Soldaten bei. Kaukasus, 1942. 13. Infanterieregiment. Der Soldat Manfred Reimann kommt während des Vormarsches im Kaukasus an einem schwer verwundeten sowjetischen Soldaten vorbei. Er blutet stark. Eine gewaltige Lache hatte sich bereits gebildet. Den Soldaten war klar, dass dem jungen Russen nicht mehr zu helfen sei. Der Russe flehte die Deutschen nach Zigaretten an. Manfred Reimann griff in seine Feldbluse, gab ihm eine Packung Zigaretten. Feuer hatte er selber. Der junge Soldat rauchte wohl seine letzte Zigarette. Reimann musste mit seinem Kameraden weiterziehen. Reimann gab an, dass er lange nach dem Krieg an den feindlichen Soldaten dachte. Für ihn war es ein wenig Menschlichkeit seinem Feinden gegenüber.